Oh nein, Leute. Okay, it's your mastermind. I knew it. That pink-haired bitch. No. Tell me, what the fuck is Jack's problem? Hi Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen richtig, richtig, richtig gut. Und Freunde, heute beginnt endlich der lang, lang ersehnte und lang angefragte Reading-Vlog zu Fourth Wing. Freunde, ich freue mich so unglaublich auf Fourth Wing. Das Ding ist, ich freue mich, obwohl es Fantasy ist. Und die einen oder anderen von euch wissen bestimmt, dass ich nicht so wirklich der größte Fantasy-Reader bin. Aber viele haben gesagt, dass sie das vom Vibe her und so richtig an Shadowmere erinnert hat. Und auch durch den ganzen Hype und allgemein durch all dieses wirklich... Nein, es ist ein absoluter Hype. Es ist ein Hype auf TikTok gewesen oder immer noch wahrscheinlich, bin mir nicht sicher. Aber es ist ja im Mai rausgekommen und bis jetzt, das Buch wird so gehypt und alle sagen, wirklich alle, ich habe nicht einmal eine schlechte Bewertung gesehen, nicht einmal. Und deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein paar, ich weiß, ich habe schon hohe Erwartungen, aber auch nicht wirklich, weil es ist halt Fantasy und ich kann bei Fantasy nicht wirklich viel erwarten, weil ich bin kein großer Fantasy-Reader und es fällt mir manchmal sehr, sehr schwer, was Fantasy angeht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber mir haben auch alle gesagt, dass die denken, dass ich das lieben werde. Deswegen, wir werden sehen. Ich habe Fourth Wing als Taschenbuch mir geholt. Ich habe es auch als Hardcover auf Deutsch und auf Englisch zu Hause. Aber ich wollte es unbedingt als Taschenbuch, weil ich möchte es annotieren, Freunde. Und ich habe mir auf jeden Fall zwei Textmarker schon rausgeholt. Ich habe so einen beigen und so einen grauen rausgeholt gehabt. Aber ich weiß noch nicht, was für Farben ich benutzen möchte. Weil ich habe ein paar, ich weiß nicht, so gelb. Oh, das passt richtig gut zum Gold, glaube ich. Auf jeden Fall, wir suchen die jetzt erstmal gleich gemeinsam aus. Aber bevor wir anfangen, all die Sachen rauszusuchen, Leute, muss ich jetzt schon mal sagen, ich glaube, dieses Video wird Spoiler enthalten zum Buch. Ich glaube nicht, dass ich mich zurückhalten werde, spoilerfrei zu sprechen. Deswegen muss ich jetzt schon sagen, Leute, falls ihr Fourth Wing noch nicht gelesen habt und keine Lust habt auf Spoiler, dann bitte... schaltet ab und guckt euch das Video an, sobald ihr Fourth Wing gelesen habt. Ich meine, ich glaube wirklich, Mehrheit hat das Buch schon gelesen. Ich glaube, ich bin wirklich eine der Letzten. Aber ich bin unglaublich gespannt, Leute. Ich bin so gespannt. Wirklich, das ist so ein richtiger Nervenkitzel gerade, weil ich so gespannt bin auf dieses Buch. Okay, aber ich muss erstmal anfangen mit den ganzen Haftnotizen, also mit welchen Farben ich denn raussuchen möchte und so. Also das Ding ist, dieses Gelb nehme ich auf jeden Fall, weil das passt richtig gut zu diesem Gold, wie gerade eben schon gesagt. Grau werde ich auch nehmen, weil Grau ist für mich immer so eine, ich weiß nicht, das für, Grau ist für mich wirklich so neutral, was Bücher angeht. Aber sonst, ich glaube, ich habe kein Schwarz. Freunde, ich glaube, ich habe alle Farben, die ich brauche. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich brauchen werde. Ich muss noch die ganzen Kategorien und so angucken, also was ich machen möchte. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Farben ausgesucht gehabt, also ich glaube, das passt sehr gut. Ich glaube, das passt sehr gut. Jetzt muss ich noch gucken, was sein soll. So sehen die Farben aus, by the way, wenn es nur einzelne sind. Das ist voll hell. Okay, also ich glaube, zwei Kategorien, die ich auf jeden Fall haben möchte, was die Post-its, also die Haftnotizen angeht, sind Romance und Quotes. Wow-Moments, also so, oh my god, wow, what the fuck und so. Dirty, weil ich habe gehört, das Buch soll sehr dirty sein. TikTok-Ideen und sad eventuell sind. Passt das? Okay, ich habe ehrlich gerade 15 Minuten gebraucht, rauszufinden, wie ich was machen soll. Aber I got it. Also erst so Romance, danach ist wow, oh my god, what the fuck moments. Quotes, sad, screaming, dirty, TikTok-Ideas. So, oh, es ist so hell. Wait. So, jetzt solltet ihr das eigentlich richtig gut sehen. Das werden, glaube ich, jetzt meine Annotations für Fourth Wing. Jetzt nehme ich halt... die erste Seite, by the way, ich mache das immer auf diese durchsichtigen Haftnotizen, also diese durchsichtigen Post-its. Und klebe das jetzt in eine, oder ich klebe das direkt auf die erste Seite, so hier hin. Ja, ich glaube, das mache ich. So, und jetzt sieht das so aus. Check das mal an, jetzt sieht das, oh mein Gott, das ist so cool. Okay, ich bin irgendwie absolut nicht bereit anzufangen. Okay, es fängt direkt an mit the most famous quote ever, und zwar: A dragon without its rider is a tragedy. A rider without their dragon is dead. Damit, Freunde, ist natürlich auch direkt der erste Quote, genau der hier, Freunde. Und den markieren wir auch direkt. Freunde, ich würde sagen, ich beginne. Okay, ich liebe sie jetzt schon. Ich liebe sie jetzt schon. Ich bin jetzt bei Seite 11 ungefähr. Ich liebe Violet und ich liebe die Schwester. I do not like the mother. I do not like the mother. Aber ich habe unglaubliche Angst um Violet. Because she could get killed.
I mean, she's not going to, let's be honest, weil es ist ein ganzes Buch über sie, aber trotzdem, die Angst, die sie haben muss, weil sie wurde nicht trainiert, ein Rider zu sein. Freunde, ich bin irgendwie noch weiter runtergerutscht, aber ich bin gerade bei Seite 13 und ich bin gerade bei der Seite, wo die Schwester ihr sagt, dass sie aufpassen soll wegen Zayden. Why? Wo sie sagt, pass auf, weil er wird dich umbringen, wenn er erfährt, wer du bist. Enemies to lovers. Okay, Freunde, ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon so sehr. Ich bin erst bei Seite 14, Leute. Okay, there's nothing much happening. Aber dieses ganze Dragon-Thema, also Drachen-Thema, Leute, ist so unglaublich. Und das war mit wirklich eines der einzigen, also der ersten oder einzigen Gründe, warum ich das Buch überhaupt lesen möchte. Weil Drachen, I never read anything like that before, okay? Und deswegen finde ich das unglaublich. Und wie die über Drachen reden und so. Ich bin gerade bei der Szene, wo Mira, also Violet und ihre Schwester Mira über Xayden reden und über die Drachen. Und die reden halt darüber, dass alle nicht gedacht haben, dass Xayden das jemals überleben würde. Und dann sagt sie einfach, but once his dragon chose him, well, there's nothing much that can be done then. He's risen to the rank of a wing leader. The dragon chose him? Das ist unglaublich. Das ist so cool. Und the dragon chose him? Das ist so cool. Is a dragon going to choose Violet? Is Violet going to be chosen? I hope so. Ich hoffe. Ihr versteht nicht, was gerade los. Okay, Leute, ganz, ganz kurz. Ich bin ja am Fourth Wing lesen, okay? Und I'm all good, I'm all happy. Auf einmal, Leute, ein Paket steht vor der Tür, okay? Es wurde nicht geklingelt, nichts. Und es ist einfach, ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht, okay? Auf TikTok bei einem Gewinnspiel. Und es ging um Fourth Wing. Und es ging um Fourth Wing mit Farbschnitt auf Deutsch, okay? Und ihr wisst doch bestimmt alle, ich habe auf TikTok, ich habe das Buch 3-mal bestellt gehabt, Freunde. Und ich habe es kein einziges Mal mit Farbschnitt bekommen. Und ich habe es gewonnen mit Farbschnitt. Ich hab's gewonnen mit Farbschnitt. Und what is the coincidence, dass es genau heute ankommt, wo ich Fourth Wing anfange? Es... Ich bin so amazed, Freunde. Es sieht so wunderschön aus. Ich mach's direkt auf. Aber eigentlich will ich's nicht aufmachen. Okay, aber ich mach's auf. Ich hab meine Schuhe schon an. Ich muss wirklich ehrlich gerade los. Und ich sehe das Paket. Und ich war so, nein, I have to open it. Ich muss einfach wissen, ob es das ist. Und ich muss es einfach angucken, weil es ist so schön. Oh mein Gott. Wow. Wow, Leute, es ist so schön. Ich bin so verliebt. Oh mein Gott, ich bin jetzt noch mehr hyped, das Buch heute zu lesen. Oh mein Gott, I'm so happy. Freunde, wir haben einen neuen Tag und das bedeutet noch viel mehr Zeit zum Lesen. Und Leute, ich habe, by the way, gestern, ich weiß nicht, wie lange ich noch drüber geredet habe, aber ich habe das erste Kapitel gelesen und I'm absolutely baffled, weil, also Xayden und Violet haben sich am ersten Kapitel getroffen. Und, ich sag euch ehrlich, there was so much going on, weil, also erstens, dass Mira, also die Schwester von Violet, sagt, dass sie aufpassen auf Xayden, because he's going to kill her when he finds out who she really is. Er war schon mal für mich so, wait, what? Und dann, wie Violet über ihn geschwärmt, als sie ihn gesehen hat, weil sie wusste, glaube ich, nicht direkt, wie er aussieht. Und dann hat sie erst im Nachhinein gecheckt, wer das überhaupt ist. Und, I mean, she's hooked, okay? Because she literally says it. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterlesen und mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wirklich, vor allem, Leute, ich sage euch, wie es ist. Ich habe das erste Kapitel gelesen. Wie kann ich mal reden? Ich habe das erste Kapitel gelesen and I'm hooked. Okay, I'm hooked. Also, ich will alles wissen. Aber Freunde, ich mach's mir jetzt auf jeden Fall erstmal gemütlich und dann... Ich habe, by the way, den Rücken einfach schon gebrochen. Ich hatte es ja von Anfang an vor, deswegen ist es absolut nicht schlimm. Aber ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist richtig. Das Ding ist halt, das Buch geht auch nicht richtig auf, ne? Also ich kann es wirklich nur bis hierhin aufmachen und dann breche ich schon den Rücken. Und so kann ich nicht lesen und annotieren. Oder kann ich? Aber der ist schon so angebrochen irgendwie. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. By the way, diese Szene, wo Violet, dieser, wie heißt sie nochmal? Rihanna, ihr Stiefel gibt. I was like, girl. Sie ist so gutherzig, Leute, sie ist so gutherzig, das ist richtig krass, aber
Und dann das mit Dylan? No, oh mein Gott, im ersten Kapitel ist schon so viel passiert. Okay, someone tell me, what the fuck is Jack's problem? What the fuck is Jack's problem here? Sie hätte ihn einfach unterstützen müssen, als sie die Chance hatte gerade. Ich bin Ende Kapitel 2 und jetzt sagt er zu ihr, your dad Sorengale heißt sie, glaube ich, oder? Spricht man es aus. And I'm going to be the one to kill you. Was ist sein Problem jetzt? We love Dane. Don't we? We love Dane. Das Ding ist, der sagt gerade, please let me save you. Und dann sagt sie, you can't. He's going to try to save her the whole book, isn't he? He's going to try to protect her all the time, all the way through the entire book. If anything happens to Dane, I will throw that book out the window. Dane ist wirklich, er ist sehr süß. Er ist sehr, sehr süß. He's trying to keep her alive. Aber ich habe das Gefühl, Violet wird im ganzen Buch wirklich die krasseste, oder? Sie wird die krasseste sein einfach. Hoping for it. Okay, ich lese weiter. So heißt es deswegen Fourth Wing? Weil Xaden leitet the Fourth Wing Squad 4? Ja, oder? Bestimmt. Aber Dings ist gar nicht in Fourth. Kommt sie in Fourth? I don't know what's happening. Absolut recht, Freunde. Ich musste einfach nur die Seite zu Ende lesen, Freunde. Da steht unten dran, we're moving to Fourth Wing. Xaden's Wing. So, she and, wie heißt sie nochmal? Oh mein Gott, ich vergesse immer. Rhiannon are moving to Xaden's Wing. Oh my God, I guess the enemies to lovers trope is about to truly unfold. Leute. Wirklich, Xaden hat ja original Violet nur in seinen Squad-Dinger oder halt gewechselt, damit er sie halt so torturen kann, however he wants. Because nobody's going to question things, because he is like her leader thingy type. Deswegen, that's so smart of him, aber Violet. Okay, there is so much going on. Ich bin jetzt bei Staffel, sage ich schon. Kapitel 7. Ich mache jetzt eine Pause. Leute, diese 101-Fights, okay? That pink-haired girl literally hat Violets Schulter und Arm komplett gebrochen. Dane aber ist, I like Dane wirklich sehr bis jetzt, weil he's so protective. I like that. I'm baffled at how much is going on. Und ganz kurz, what the fuck is wrong with Jack? Was ist sein Problem? Habe ich am Anfang was verpasst oder so? Oder was ist Jack sein Problem? Einfach nur weil sie ein, also weil sie Sorengale war, glaube ich, gell? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist? I don't know, everybody wants her dead because she's a fucking Sorengale. Genauso wie diese pink-haired girl da. Oh mein Gott, die hat am Ende das Tagebuch oder so, dieses Notepad-Journal von ihrem Bruder bekommen. That's so cute. I love that for her. Weil jetzt bekommt sie so, also noch umso mehr so Motivation und Stärke dadurch. By the way, Leute, seht ihr, wie viel ich schon markiert habe? I love it. Ich liebe es. Leute, ohne Witz, ich liebe es. Ich finde das unglaublich. I like it a lot. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Meine Post-its. Freunde, ich habe original in letzter Zeit so wenig Zeit zu lesen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jetzt schon beim dritten Tag, Fourth Wing. Das Licht ist, glaube ich, auch gar nicht gut. Is it? I don't know, I don't care. Okay, aber ich lese das Buch auch einfach richtig langsam, weil es ist ja Fantasy. As you probably already know. Und das Ding ist halt, ich lese es halt wirklich unglaublich langsam, weil ich will alles verstehen, okay? Ich habe Angst, dass ich wirklich ein Wort auslasse oder so und direkt nichts mehr verstehe. Aber bis jetzt, I love it. I love it a lot. Mal sehen, wie weit ich heute komme.
Das Ding ist, ich habe auch in letzter Zeit von vielen gesagt bekommen, dass es halt echt, also richtig, richtig krass sein soll, was jetzt als nächstes passiert. Und das glaube ich. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Weil, Xaden is literally her sworn enemy. No, everybody, everybody in that fucking college is her sworn enemy. Why? Weil sie anscheinend die Schulden ihrer Mutter mitträgt. Bitch, no. Aber that pink-haired bitch. No. Und I really want to see Violet beat her up. We'll see. Freunde, Xaden hätte sie gerade wirklich einfach direkt umbringen können. Okay, meine Haare fliegen überall rum. Er hätte sie wirklich direkt gerade umbringen können. But he did not. Und er sagt auch noch zu ihr, weil dieses Mädchen ist schlau, okay, sie versteckt sich im Baum. So nobody's gonna catch her. I like her. Trigger warnings. Dass er noch zu ihr sagt, jetzt hast du was gut bei mir, weil sie wird's nicht erzählen. Also... Violet is going to bond with the black dragon, isn't she? Violet is going to fucking bond with the black fucking dragon. She is. Violet bekommt safe den schwarzen Drachen. Safe. Sie wird 100% safe. Deswegen ist sie, es ist auch auf dem deutschen Cover drauf. Also auf dem deutschen Buch. Safe. Oh my god, she's gonna be the strongest. Violet is just something else, isn't she? Leute, the fuck? This, what? The things with the berries, oh Leute, I'm so far down. The things with the berries, the mushrooms and the girl. Such a mastermind, okay? Such a mastermind. I like her, I love her. Ich weiß, ihr Bruder hat da viel beizutragen, because so, er hat es ihr wirklich auch geschrieben, so. Aber, she's so smart. About to fight Xaden, she's about to fucking fight Xaden. Oh my god! Der berühmten TikTok-Szene angekommen, wo er sagt, you're going for blood today, Violence. Und sie sagt, my name is Violet. Und dann meint er, I think my name fits you better, oder? I think my version fits you better. Okay, Freunde, it's another day. Freunde, gestern. Original, ich habe echt lange weitergelesen und ich bin einfach mit dem Buch in meiner Hand eingeschlafen. So, that's on yesterday. Aber Leute, ich habe jetzt auch, ich habe echt viel weiter gelesen seit gestern. Und es passiert so viel in, I don't know, a span of a few pages. Weil Leute, wir sind jetzt also das Gauntlet, das, ich glaube, da spricht man so aus, Gauntlet, ist vorbei. Und Violet hat es geschafft mit ihren Tipps und Tricks. Und ich finde das unglaublich, okay? Obwohl sie als, Cheaterin betitelt wird sehr, sehr oft. I understand that, I really do. Aber at the end of the day, she's really fucking smart. Freunde, das mit den Drachen, ne? Also erstens, Pyrrhos. Ich glaube, er hieß Pyrrhos? Hieß er Pyrrhos? Pryors. Pryor. Ist tot. Because he's like, weil er der Schwächste ist der Gruppe. Wurde er verbrannt. Und das mit den Drachen, ne? Und wie süß die Drachen mit Violet interagiert haben. I don't know, I love it. I love it, they're so cute. Das habe ich auch direkt hingeschrieben in meinen Annotations. Ich so, oh my god, they're so cute. Because they are. I love dragons. Und I don't know, es ist so cool. Es waren jetzt zwei grüne Drachen. Das ist so cool. That's so cool. I love it. Auf jeden Fall. Mein Puls ist gerade auf 180 und deswegen mache ich jetzt auch mein Buch zu und werde mir einen Kaffee holen gehen, weil ich bin jetzt bei Seite... Oh, steht hier nicht. Bei Seite 155 and it's time of the trashing. October 1st, time of the trashing. Und... ich bin noch nicht bereit. Oh mein Gott, Leute, der kleine goldene Drache, der gelbe, I love him, I love him. Ich weiß endlich, worum es geht. Ich habe, by the way, voll oft gesehen auf TikTok, dass Leute diesen kleinen Drachen haben, so, und den kann man so bewegen und so. I want that. Can you have someone tell me where do I get that from? Ich will das, because it's a little feather tail. So cute, I want one. Ich will einen. Ich muss das jetzt unbedingt googeln, because I really want one, weil... ich stelle mir das so unglaublich süß vor und I don't know, why do I feel like, ich habe das Gefühl, Feather Tail, also der kleine Goldene, oder der Schwarze, who does not bond anymore, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt,
are gonna bond with Violet. One of them. 100%. Ich weiß es nicht, weil zu Feathertail wurde richtig oft gesagt, dass er oder sie, ich weiß es nicht, ebenfalls nicht bondet. Das Ding ist halt, Freunde, ich glaube wirklich, dass, weil der Schwarze Drache, der wird echt öfter erwähnt und es wird auch öfter gesagt, dass der Schwarze Drache nicht bonden wird und man kommt halt auch nicht wirklich an den dran, weil er ist in diesem Valley, wie auch immer man das ausspricht, und da kommen die Rider halt einfach nicht hin, okay, die dürfen da nicht hin und die sollen da nicht hin und so, und I don't know, I feel like Violet is gonna get in there somehow. Und deswegen sind, erstens, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel über den goldenen kleinen Drachen gehört. Und I love him, he's so cute. Und der Schwarzdrache, because he's the strongest. Und vor allem, weil es wird ja wie gesagt oft gesagt, dass der Schwarzdrache nicht bonden wird, weil sein vorheriger Reiter ja verstorben ist. Und also seitdem hat er nicht, also he was not bonding since then. Und anscheinend will er auch nicht oder ist halt nicht bereit zu bonden. Und ich fühle, also ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass es Violet sein kann. Dass der Schwarze Drache am Ende mit Violet bonden wird. I don't know. Wenn ich recht habe. Okay, Freunde, I'm back. Und back with my coffee. Das Ding ist, Freunde, diese Tasse, ich liebe diese Tasse über alles. Und die ist von Ifoma. Und Ifoma, I love you so much. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Die ist einfach so süß. Ich kann nicht mehr, als eine schwarze Katze. Und ihr wisst, wie sehr ich schwarze Katzen liebe. Ich meine, ich habe ein riesengroßes Kuscheltier mit schwarzen Katzen. I just love schwarze Katzen. Ugh. When is it my time to get one? Auf jeden Fall, ich wollte die euch nur mal zeigen, weil der Löffel ist auch eine schwarze Katze. Seht ihr das? Das ist so süß. Ich kann nicht mehr. Und die Tasse, wirklich, dieser Henkel endet mit einer Katzenpfote. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, sonst... Na, ihr wisst. Die Tasse hat einen Deckel, damit das Getränk heiß bleibt. Es ist... So innovative. Es ist so cool. Ich liebe es. Und vor allem, weil heute ist ein richtiger gloomy day bei uns. Ohne Witz, es ist richtig bewölkt, es ist so regnerisch und es windet. Leute, wirklich, es windet die ganze Zeit und es ist so unglaublich cool, weil ich habe jetzt so richtig Herbst-Vibes, auch mit der Tasse und so. Und ich habe, I just love it so much. Ich freue mich so auf den Herbst, Leute. Ich bin so ein Herbstkind. Es ist wirklich Gilmore Girls, Coffee, Kürbisse. I love it. Die ganzen Bäume werden bunt. Ich freue mich so sehr. Aber auf jeden Fall, Freunde, bin ich jetzt mit meinem Kaffee, meinem Schokocroissant ready für das Trashing, glaube ich. What the actual fuck is Jack's problem? Why kill the sweet little golden dragon? Clap if you ever wanted to kill somebody. Clap if you've ever wanted to kill somebody. I fucking knew it from the start. The black fucking dragon is coming out again for Violet. Oh, I fucking knew it from the start. Okay, ich habe bis jetzt noch nicht weitergelesen. Ich bin jetzt bei der Stelle, wo basically the fuck is wrong with Jack? What the fuck is wrong with Jack and his fucking Oreo? Der hieß doch Oreo oder so, oder? Und dieser Tynan oder wie auch immer, Tynan, whatever. Fuckers. Drei Musketiere, drei Fuckers. Why would you try to kill the golden dragon? Erstens. Zweitens. Zayden stepped in. Erstens, Violet. No. She's such a badass. Habe ich auch direkt reingeschrieben, wo sie die drei fertig gemacht hat. Guys, direkt badass a bitch. Weil... Oh, excuse me. Bin so gespannt, was jetzt abgeht, Freunde. Right, standing with the golden one tucked under an enormous scarred black wing is the biggest dragon I've ever seen! You better shut the fuck up. The fucking dragon talks to her. Die können nur miteinander sprechen, when they're bonding. Shut the fuck up. I knew I was right from the start. Step aside, Silver One. Oh. Mein Gott. Oh my God, I'm gonna cry. He's really choosing her. Oh. Oh mein Gott. No.
I can't. Okay, fucking recaps, what the fuck just happened? Freunde, ich habe original meine Hauptnotizen zu What the fuck, oh my god Moments aufgebraucht. Ich bin erst bei Seite 169. I'm already fertig mit meinen gelben Post-its. Jetzt muss ich neue gelbe finden. Aber gut, ich habe 3 Packungen oder so. Aber what the fuck is going on? Okay, ich habe nicht groß weitergelesen gerade. Ich musste ganz kurz drauf klarkommen. Die Drachen können ja nur mit den Riders reden, wenn sie, when they're bonding. So the Black Dragon did choose Violet! Ich komme gerade auf gar nichts klar. Freunde, Violet, wie sie mit den Typen umgegangen ist, okay? Und dass sie den kleinen Golden Dragon beschützt hat. I just love her so much. Oh mein Gott, ich liebe sie so sehr. I would have done the exact same thing. Bitch, the cute little golden one. Let's be honest. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Come on now. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. Both dragons bonded with Violet. She's the strongest ever. There's, oh my, da wird echt jetzt eine Menge los sein, because And Hell Breaks Loose ist der letzte Satz von Seite 178. Bedeutet, oh mein Gott. I wanna be in that world. I really wanna be in that world. Jetzt verstehe ich, warum wirklich alle dieses Buch so krass lieben. I really wanna be in that world. Oh mein Gott. Absolutely not. One general shouts loud enough that I can hear her all the way from the little medical station that's been set up at the end of the bleachers for riders. Two dragons. I have two dragons. The generals have been screaming at each other for the last half hour, long enough for a chill to settle in the night air and for an instructor I've never met to suit up both sides of my arm. Oh my god. They didn't kill Jack? Wait. Ich dachte, der schwarze Drache hat Jack umgebracht. Was ist in den letzten 15, 20 Seiten gerade passiert? Erstens, wie gerade eben schon gesagt, Violet bonded with two dragons. Das ist noch nie in der ganzen Geschichte vorgefallen. Das gab's noch nie. Violet ist literally buchstäblich die erste in der ganzen Geschichte, der das widerfährt. Nummer 1. Crazy. Tyrion ist literally mates mit dem Drache von Xaden. Und vor allem the fact, dass jetzt auch Violet und Xaden verbunden sind, that they are mates now, weil deren Drachen mates sind. Okay, Leute. Erstens, ich kann irgendwie nicht still sitzen bei dem Buch. Ich kann wirklich nicht still sitzen. Und ich habe eine neue Farbe hinzugefügt bei meinen Hauptnotizen. And that one is funny. Weil Tyrion, also der schwarze Drache, is just so fucking funny. I love him. I love him. Ich liebe die Drachen. Ich liebe die Drachen so sehr. Oh mein Gott, das ist so cool. Weil die sind ja ganze Zeit miteinander verbunden, ne? Bedeutet, die beiden reden basically mit der in ihrem Kopf. Das ist unglaublich cool. Und the fact that Tyrion knows, dass Violet sich angezogen fühlt von Xaden, okay? She finds him attractive. And he knows, okay? He knows! I just love them so much. But tell me, this is fucking insane. What the fuck just happened? Ich bin gerade da. What the fuck? Wo Violet angegriffen wurde. Leute, ich bin jetzt voll weit unten. Violet angegriffen wurde. Beim Schlafen, was absolut verboten ist. Und dann wurde sie, oh my god, wurde sie gerettet. Von the little golden dragon. Und dann kam Xaden. Erfahre ich
dass die alle irgendwie verbunden sind, that they're literally all linked to each other, weil dadurch, dass Tyrion und Scale, also die Drachen von Violet und Xaden, Mates sind, hört Xaden auch Tyrion und Violet hört Scale. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, weil die beiden Mates sind und die sind beiden, beide verbunden, also bonded, wie auch immer, mit Xaden und Violet, hört Xaden Violet, weil, wo sie angegriffen wurde, ich könnte schwören, Violet hat sich das alles nur gedacht mit, also, die hat das gedacht mit diesem I'm alive, zum Beispiel, und Xaden hat darauf geantwortet. Can he hear her thoughts? I think he can. Und dann Andana. Sie kann literally die Zeit stoppen. Und dann noch erfahre ich, dass sie ihr like her gift. She can like gift it to Violet and she did. Und jetzt kann Violet komplett die Kraft von Andana channeln. Because she is a feathered tail. She's literally a baby. Baby. I love her so much. Aber Freunde, the way Xaden cared for Violet when she was attacked. Das Ding ist halt, ich weiß, Xaden muss irgendwo auf sie aufpassen, weil so sein Leben hängt ja daran. Aber, also an ihr, basically deren Leben hängt aneinander. Das ist so, I love it. Aber ich weiß einfach, dass er will. Er will auf sie aufpassen, okay? He really cares for her. I just know, okay? I just know. Weil, I know, ich habe so viele Sachen markiert. Oh my God. Okay, Mother Trucker. Freunde, ich bin in meinem Bett jetzt. Und everything that happened in the last... Also basically, ich habe herausgefunden, wer Violet umbringen wollte, okay? But that's beside the point. I don't care right now. Ich bin gerade da, wo the dragons are in heat. Okay, they're in heat. Und Violet is feeling that for the first time. Und ist ja auch egal, Freunde. Auf jeden Fall bin ich gerade bei der Stelle, wo er das ihr jetzt so, okay, richtig beibringt. Also, how she's supposed to be shielding them out. Und Freunde, ich bin gerade bei dieser einen Stelle, wo die sich so ein bisschen näher kommen, okay? You know enemies and now they're just getting into lovers, okay? Und er will es ihr beibringen, okay? Because she asked nicely, in a way. Und er meinte jetzt, and since you've asked so nicely, he adjusts his stance and brings both his hands up to my cheeks, cradling my face before shielding them back to my head. Close your eyes. Und dann sagt sie, it requires touching me. My eyes flutter shut at the sensation of his skin against mine. Sagt er einfach, not at all. Just one of the perks of not thinking too clearly. You have incredibly touchable skin. Okay, Freunde, I am back with a coffee in my little Kiet mug. Ich konnte gestern absolut nicht mehr weiterlesen. Diese alte Szene von denen zusammen, okay, wo er ihr einfach beibringt, how to handle all of that stuff. So unglaublich gut. Und ich bin jetzt auf jeden Fall bereit. Ich hoffe, ich beende das Buch heute. Ich werde heute wahrscheinlich wieder bis in die Nacht lesen. Ich habe gestern bis 2 Uhr morgens so gelesen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, deren Tension. Ich bin so gespannt, was jetzt noch kommt, weil ich wurde gehypt auf TikTok. Ich wurde gehypt nach meinen Videos, ey. Oh mein Gott. In a way, Gott sei Dank habe ich gestern nicht weiter gelesen, because I would have screamed my house down. Girl kissing. Leute, check mal bitte, wie das aussieht, okay? Do you see that? Do you see that? Leute, it's... What is going on? Alles war gut, alles schön und gut. Und ich verstehe, warum Xaden jetzt gerade alles abgebrochen hat, okay? Und meinte auf einmal so, okay, you have to go. Aber a flash of light burns behind my closed eyes, followed by the boom of a thunder? Und I don't know about you, aber ich finde, es ist sehr respectful, dass er es beendet hat, was da abging, because they both know it's
It's not wrong, but it's wrong in the moment. Er sagt, and I refuse to act on desire that is not yours, so you have to walk back up those steps now. This isn't your want, that's the fucking problem. So basically, if it was her want, he would have? Seit dem letzten Video und jetzt, ich bin, ich glaube jetzt 50, 60 Seiten weiter. Wie kann es sein, dass wirklich gefühlt auf jeder Seite, in jedem Kapitel, die Spannung irgendwie immer entweder gleich bleibt oder steigt? Also wirklich, die Spannung ist durch und durch da. Und it's just... Das Ding ist auch, Freunde, also das, was in den letzten Kapiteln passiert ist, ist ja aber auch ehrlich bodenlos, weil... Das wurde also auch von, wie heißt sie, Rhiannon? Sie meinte nämlich, weil, wer ist das, Xayden und Violet müssen ja jetzt wirklich for life miteinander zusammen, basically, nicht zusammen sein, aber halt nebeneinander sein wegen den Dragons, okay? Because they are mates, so they're bonded, whatever. Und Violet meinte halt, he's the strongest rider, bla bla bla. Und ich wusste von Anfang an, he is not. He is not, because Tyrion, also ihr Drache, der schwarze Drache, is the strongest dragon. So in a way, if she can channel his powers and stuff, Leute, sorry, mein Fenster ist offen, kann sein, es ist lauter, then she is the strongest. Und dann hat Rhiannon auch gesagt und meinte, Violet, he's not the most powerful rider of our generation. You are. Und ich war so, bitch, I knew you are. You are. Ich liebe sie so, so sehr. Und Leute, kurz danach ist ja diese Szene passiert, wo Jack sie endlich in dieses Fighting, diese Channeling, nicht Channeling, oder doch war es Channeling? Auf jeden Fall in diese Fights halt holen konnte. Deren Fights, something else. Dass sie es nicht Xayden erzählen wollte, zeigt, wie stark sie selber ist und wie stark sie selber halt, wie sie es zeigen will, dass sie es, jeder weiß ja, Xayden und Violet sind durch ihre Dragons verbundene und dass sie halt wirklich so stark ist und halt sagt, ich will nicht, dass Xayden dazwischen geht, weil hätte er natürlich gemacht. Und deswegen auch zu Liam, ihrem Beschützer, dank Xayden, zu Liam sagt so, ey, bitte sag nichts, bla bla bla, it's a deal. Und dann in der letzten Sekunde sagt sie doch zu Liam, weil die sind ja best friends und so, und sagt sie zu ihm, okay, you can tell him. Aber letzte Sekunde, wo die basically gerade schon in den Fight Ring reingehen, sehr, sehr stark. Aber wie sie es geschafft hat und sowas, so, so gut. Und danach, diese Szene, wo Xayden, also by the way, auch wie sie Jack, also raus, well, whatever, sehr, sehr stark mit the oranges. She's so fucking smart. Ohne Witz, sie kennt ihre, her weaknesses. Und deswegen, wie sagt man das, sie gleicht diese weaknesses irgendwie aus mit ihrem Kopf, mit dem Wissen, das sie hat. Und das ist so unglaublich geil gemacht. I love it. Es ist so gut gemacht, weil ich liebe sie so sehr. Ich schwöre, ich liebe Violet so sehr. Sie ist so schlau und I cannot. Auf jeden Fall kurz danach meinte ja wirklich Xayden zu ihr, dass er nicht mehr darauf zählen kann, dass andere auf sie aufpassen und also in seinem Namen auf sie aufpassen. Und jetzt will er das übernehmen. Und dann, also mit deren ganzen Fighting und stuff und so. Und dann waren die im Ring und er hat einfach Blades, also Daggers, für sie herstellen lassen. How fucking amazing is he? He loves her. You cannot tell me shit. He loves her. He adores her. Ich glaube wirklich, er findet sie unglaublich interessant. Also wirklich so, weil... Violet meinte ja auch zu ihm so, was hat sie gesagt, irgendwas mit they're astonishing, irgendwie sowas hat sie gesagt. Sie hat so richtig ein schönes Wort hat sie benutzt, gehabt zu den Blades, also zu den Daggers, zu den Dolchen. Heißt es Dolch auf Deutsch? Ich glaube schon. Und dann meinte er so, ja, it's yours. I had them made for you. Bitch! So, die sind ja dann zu diesen anderen Stationen da geflogen und da war Mira. Da war Mira und es war so schön, weil ich habe Mira wirklich schon seit dem ersten Kapitel so geliebt. Sie ist so eine unglaublich tolle Schwester und I love her even more. Ohne Witz jetzt, wo ihr nach diesen ganzen Kapiteln, weil sie halt auch Xayden und Dane und so ein bisschen alle angemotzt hat und ich war so, yay, I love her, weil sie tut halt wirklich, she puts everybody in their place. I love her so much. Und sie beschützt Violet. Also sie liebt Violet so, so unglaublich sehr. Das Ding ist halt, bei diesen Dings, wo sie dann am Tisch saßen, die waren ja draußen, also die waren ja bei Rhiannon in der Stadt, sind die ja rübergeflogen. Und dann kam Xayden, okay? Dann kam Xayden, weil, ja, Dings, Mira
Violet gefragt hatte, wie können die eigentlich, also wie lange können die eigentlich auseinanderbleiben und so. Und dann meinte Violet irgendwie, keine Ahnung, oder irgendwie sowas war es, glaube ich, weil die hat schon gemerkt, Tyrion wurde echt, also der ist langsam echt leise geworden, so. Oder traurig oder whatever, so ruhig ist er halt geworden. Und dann kam halt Zayden aus der Ecke und ich war so, okay. Und dann, Leute, erinnert ihr euch vor ein paar Videos, von gestern oder vorgestern, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich gesagt habe, dass ich glaube, Zayden kann durch diese Verbindung der Drachen auch in Violets Kopf gucken, weil da diese eine Szene, wo sie im Schlafzimmer angegriffen wurde und sie meinte zu sich selber, I'm alive. Und Zayden meinte dann, yeah, you are. Bitch, that was in her head. I knew it and I told you guys on here, okay? I knew it. I called it and I knew it. Und he speaks with her in her mind. Und dann hat sie es auch nicht gemerkt. Und I love it. I just love it. Okay, und das Ding ist halt auch, es gab wirklich so ein paar Momente, da war ich so, okay, wait, I think he hears her thoughts also in a way. Weil, ja, tut er ja schon. Aber, also diese eine Szene auf jeden Fall. Und, oder? Ich glaube schon, diese eine Szene hat er gehört, was sie gesagt hat. Oder hat er, nein, sie hat ja zu ihm gesagt, so, be nice oder sowas, weil er Dane angegriffen hat, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann hat er ja in ihr Kopf gesprochen. So hat es angefangen. Aber ich glaube halt wirklich auch wegen dieser einen am Live-Szene, dass er wirklich manchmal ihre Gedanken lesen kann oder halt in ihren Kopf gucken kann. Irgendwie so. Weil es gab manchmal so Szenen, wo die sich so basically im Gang gesehen haben oder so. Und Violet hat irgendwas gedacht. Violet hat irgendwie sowas gedacht, oh mein Gott, he looks just so hot today oder sowas, okay? Und dann hat sie irgendwas über seine Hände gesagt gehabt in einer Szene. Und he just looks at her right away. Und ich war so, No. He heard that. Und vor allem, Leute, ich habe so unglaublich viel markiert, weil er sagt halt, also sie sagt halt auch wirklich so unglaublich tolle Dinge zu ihm oder halt, wenn sie ihn sieht und so. Ich bin sehr nah an Kapitel 13, Freunde. Ich bin sehr, sehr nah an Kapitel 30. Und mir haben alle gesagt, dass Kapitel 30 das krasseste, geilste Kapitel sein soll. Deswegen werde ich auf jeden Fall meine Reaktion aufnehmen. Und wir werden auf jeden Fall sehen. Ich bin so gespannt, because I think that is the chapter they're going to. I am literally on the floor. Violet is a lightning wielder. Erinnert ihr euch an den Moment, wo Xayden und Violet sich zum ersten Mal geküsst haben? Und auf einmal Blitze, Thunder, everything was going on? It was Violet. 100%. It was her. Oh mein Gott. Was? And holds them prisoner above my head? Excuse me, sir. Excuse me! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Xayden Riordan is mine. Okay. They're kissing. Und die sprechen im Kopf. Oh mein Gott. You're all right. I'm perfect. Going to throw that book over my goddamn room. She did what? I think I'm gonna pass out. Ich. Nein, Leute. Ich verstehe jetzt, warum ihr das alle so mögt. Y'all are some dirty motherfuckers. Erstens, er sagt John so, tell me to stop. Sie sagt so, no, don't stop und so. Und dann sagt er einfach, also, sie sagt something dirty. Und dann sagt er, if I get my hands on you, really honestly get my hands on you, I don't know if I'd be able to stop. That took me out. Und halt ehrlich, ne, allgemein all das, was die sagen, ne, so sehr, er fragt sie, are you alright? Und sie sagt, I'm perfect. Er sagt, you're going to be the death of me, Violet. You
Oh my God, just take me with you. There's no way. There's no way that this guy plucked violets for her early in the morning before she wakes up the morning after. Holy. Warum ist Tyrion so witzig? Ich verstehe das nicht. Ohne Witz. I love him. I love him. Vor allem, ich bin gerade bei der Szene, wo sie mit dem Professor auf diesen Bergen ist, auf diesen Mountains, um halt ihre Kraft zu erlernen oder besser in Kontrolle zu haben. Und der Professor sagt zu ihr, ground in your power and try to feel whatever it was you were feeling. Wenn sie das, also das letzte Mal, ne? Und dann sagt er zu ihr, should I get the wing leader? Also Xayden. Okay, Freunde, ich habe mittlerweile weitergelesen. Die haben sich die Liebe gestanden. Also basically halt, Nano Violet hat ihm die Liebe gestanden. Und es war anfangs so ein richtiges Trara. Und jetzt bin ich gerade dabei, wo die sind sich näher gekommen. Okay, they're all happy. I'm so happy for them. I'm so happy for them. Ich bin aber jetzt bei der Stelle, wo, wer war es nochmal? Es war nicht Liam, glaube ich. Es war diese andere. Garrick war es. Der basically geklopft hat, reinkam, nicht reinkam, aber meinte, they're under attack. I don't know what's happening. Ich habe Angst und deswegen muss ich das aufnehmen. Because I don't know what's going to happen. They're under attack? Nein, jemand wird sterben. Oh mein Gott. Ich bin gerade echt verwirrt. Why? 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 Leute, ich glaube, ihr checkt gar nicht, wie viel Uhr es ist. Es ist richtig, richtig spät und ich will das Buch eigentlich heute zu Ende bekommen. Ich habe nur noch 50 Seiten ungefähr. I feel like there's so much that's going to happen. Sie ist sauer und sie hat ihre Power nicht unter Kontrolle. Why is Xayden doing this? Die streiten gerade so hart und Violet meint gerade die ganze Zeit, like, that's not real, alles zwischen denen. I believe you, that doesn't mean I trust you anymore. Ist egal, ich liebe Andana immer noch unnormal. So, Dane is a traitor. Er hat Violet die ganze Zeit benutzt, um Dings auszuspionieren. It says our mission is to survive if we can. We've been sent here to die. Jetzt habe ich Angst. I don't want to keep reading because I didn't know somebody's gonna die right now. Fuck. That's the only thing that would make sense. Weil Violet und Xayden werden nicht sterben, because das sind Hauptcharaktere, die werden nicht sterben. Liam, man hat zu Liam echt eine gute Verbindung aufgebaut im Laufe des Buches. Weil man hat ihn angefangen richtig zu mögen, auch durch seine Backstory und so, wie er zu Violet ist und so, und wie er zu Xayden steht. Er ist basically zu allen richtig, richtig gut. Checkt, was ich meine. Und Garrett und diese andere, juckt nicht wirklich. I think it's gonna be Liam. Is Liam gonna die? I think Liam is going to die. Okay, no, ich werde nicht jetzt schon weinen. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass es passiert. Four of them is tantamount to a death sentence. The rest of my blah blah blah. It only took two of them to bring down an entire city last month. Two of them. They have double the amount now. They're four. And two of them took down a whole city. Und das sind nur 10 von den Riders und 7 Griffins. It's gonna be a whole motherfucking massacre. Xayden wants everybody to leave because it was his fault. Und er will, dass Violet geht. Oh, ich kann... Diese Spannung, dass ich nicht weiß, was gerade abgeht und dass ich nicht weiß, was als nächstes passiert, ist literally just eating me up right now. Violet sendet Adana weg.
Scheiße. Violet geht literally davon aus, dass die alle sterben. Sie sagt einfach zu ihr, you will feel the moment when you'll know that there's nothing to leave. And it might break your heart, but when you feel it, you fly. Promise me you'll fly. Okay. It's... Oh my God. Ich wusste es. Oh mein Gott. No, I fucking knew it. I knew it. Ich hab's gesagt. Liams Drache ist gestorben und Liam stirbt jetzt. Oh mein Gott, Violet wird vom Teilen absteigen. Okay, Violet killed the Venom. Aber... Oh mein Gott. Violet is not falling. Oh mein Gott, she's been poisoned. Der Dolch von dieser einen. We have to get her to who? To who? Her father? No. It's a book! It's a fantasy book! Of course it can't be her father! Oh my God. Nein, she's not going to die. You can hit me all you want when you wake up. You can scream, hit, throw your fucking daggers at me for all I care, but you have to live. Was macht er? Wohin bringt er sie? Xaden, a familiar voice calls out. A familiar voice? Is it gonna be her father? Xaden's POV? Shut the fuck up. Ich habe nur noch ein paar Seiten. What the fuck is going to happen now? What the fuck is going to happen now? What the fuck is going to happen now? Three never-ending days. Okay, no. Ich habe, Leute, ich war so invested in das Buch. Ich habe die letzten 30 Seiten gar nicht annotiert, Leute. Ich habe gar keine Kraft. Ich bin gerade alles nur am Runterrattern. I just really need to know what's happening. What do you mean she's going to have to choose? Choose what? Choose who? Violet ist sauer. Sie ist übel verletzt. Violet ist krass verletzt. Weil er gelogen hat. Oh mein Gott, letzte Seite. I forgot about the brother. I forgot about the brother. Oh, shut the fuck up. There's no way. Oh my God. I can't. Get out. Oh my God. Okay, Freunde, wir haben jetzt original 2 Tage später und Leute, ich muss euch ehrlich sagen, an dem Tag, wo ich das Buch zu Ende gelesen habe, ich konnte einfach nicht darüber sprechen. Es ist überragend. Wirklich, das Ende, das alles, was passiert ist. Ich meine, das Ding ist das mit Liam. Ich habe das ja schon gesagt gehabt im Vlog. Ich wusste das. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte schon dieses Gefühl, dass das passieren wird. Aber ich werde wieder weinen jetzt. Wie es passiert ist. Und dieser eine Satz von Liam, dieses It's been my honor. Fuck. Ehrlich, als ich wirklich diese Szene mit Liam und Day und so gesehen habe, gelesen habe, ich habe direkt an
den ersten Satz im Buch denken müssen, an dieses A dragon without its rider is a tragedy. A rider without their dragon is dead. A rider without their dragon is dead. Ich bin unglaublich begeistert von dem Buch. Wirklich, ohne Witz. Erstens, ich bin ja absolut kein Fantasy-Leser. Null. Noch nie in meinem Leben war ich Fantasy-Leser. Und ich habe mich damals an die The Crew Prince-Reihe versucht. Und ich musste es wirklich beim zweiten Buch abbrechen. Ich bin noch nicht mal wirklich durch die erste Hälfte gekommen vom Buch und ich musste es schon abbrechen, weil das Worldbuilding war für mich absolut null, absolut gar nicht gut. Ich bin nicht reingekommen, es war unglaublich schwer. Ich bin fast komplett an eine Leseflaute gefallen, weil das war wirklich katastrophal. Und ich hatte auch gar keinen Bock mehr, weil ich nichts verstanden habe. Es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich habe trotzdem die Charaktere geliebt, aber alles andere, nein. Und deswegen habe ich eigentlich gesagt, ich werde dieses Buch nicht lesen, weil ich Angst habe, dass es mir absolut nicht gefallen wird. Und ich will, dass es mir gefällt. Ich wollte von Anfang an so sehr, dass es mir gefällt, weil es hat mit Drachen zu tun. Es ist Enemies to Lovers. Checkt, was ich meine? Allgemein, das, was ich schon gehört habe von anderen, das hat sich unglaublich angehört. Und ich war von Anfang an so, nein, ich will, dass es mir gefällt. Und ich habe unglaubliche Angst gehabt, dass, wenn ich es anfange, dass es mir nicht gefallen wird, weil es halt eben High Fantasy ist. Und ich durch andere Fantasy-Bücher einfach für mich irgendwie gedacht habe, ich komme damit nicht klar. So, ich verstehe das nicht. Es ist einfach nicht meine Welt. Ich bleibe bei Romance-Büchern, bei Thrillern. It's alright. Listen. This book proved me wrong. No. All of you proved me wrong. And I love you guys for it. Holy moly guacamole. Ohne Witz. Es war unglaublich. Es war unglaublich, wie ich direkt wirklich vom ersten Kapitel an hooked war. Und ich war unglaublich überrascht. Ich war so überrascht, dass ich es verstanden habe, dass es wirklich, ich war hooked. Okay, ich war drin. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und es ist unglaublich, wie es gemacht wurde. Die Charaktere, dieses Enemies to Lovers, diese Spannung zwischen denen, dieses, wie die umeinander herum, ihr wisst, was ich meine, die Drachen, unglaublich, ich habe mich so in die Drachen verliebt, vor allem in Adarna und natürlich auch Tyrion. Und Leute, ich finde es halt auch unglaublich krass, wie man Drachen, Fabelwesen, Tiere, die sprechen können, einfach so krass einen Charakter zuweisen kann, dass man wirklich sagen kann, die haben ihre eigene Personality, eigenen Charakter. Tyrion ist zum Beispiel, also er ist humorvoll, aber er ist trocken. Checkt, was ich meine? Also er ist richtig trocken, aber witzig. Und das ist, I don't know, das ist einfach richtig krass, wie es gemacht wurde. Und I love him. I love him. Scale genauso, Leute. Und vor allem, dass die sprechen. Also in den Köpfen, aber ja, dass man halt weiß, dass die reden und so. Ich habe absolut nichts an dem Buch auszusetzen. Ich liebe es voll und ganz, Leute. Ohne Witz, es ist unglaublich gewesen. Ich bin so unglaublich begeistert, Freunde. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich habe ja am Anfang gesagt, ich mag Dane. No, I don't anymore. Ich habe wirklich, ich glaube, nach so drei Viertel des Buches ungefähr so gemerkt, dass an ihm ganz, ganz groß was falsch ist, weil er ist so ein bisschen hinterlistig geworden auf einmal. Man hat das auf einmal richtig gemerkt und so. Und danach das, was rausgekommen ist, dass er basically die ganze Zeit Violets Gedanken gelesen hat. No, I don't like him at all. I don't like him at all. No. Xaden jedoch, Leute. Er wusste es zum ersten Moment, wo er sie gesehen hat, glaube ich. I don't know. Vor allem als, er hat ja mitbekommen, wie sie Adarna beschützt hat, als die drei sie angreifen wollten. Also Jack und so. Und dann Tyrion oh mein Gott, diese Szene war auch einfach wow. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich gerade empfinde. Wirklich, gute Bücher sind so, wenn die so richtig in die Feels gehen, okay? Vor allem, weil in meinem Kopf die ganze Welt, die Drachen, Violet, Xaden, die Leute, das ist einfach. Auch ohne Witz.
Komm, wir jetzt ganz zum Ende, okay? Weil ich gestern darüber absolut nicht, oder vorgestern absolut nicht darüber reden konnte. Ich wusste doch, wir alle wussten wahrscheinlich von Anfang an, dass Violet, das wurde Rhiannon, oh, ich hoffe, sie spricht man so aus, hat ja wirklich von Anfang an gesagt, Xayden is not the strongest rider we have, you are. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Und absolut, absolut, hundertprozentig, ich wusste es von dem Moment an, wo Tyrion, when they bonded. I knew it from that moment. Und sie hat sich bewiesen. With wielding lightning. Und was haben die gesagt? There was no lightning wielder in over some centuries, haben die gesagt. Irgendwie sowas. Und wie sie auch absolut alle gerettet hat. Obwohl sie vergiftet war. Sie war vergiftet und rettet alle. Und sie ist die Kleinste. So, sie ist, es wird ja gesagt, so, she's the weakling. Weakling. Wie kommt man auf sowas? Der Bruder. Ich hätte schwören können, der Vater. Weil, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist unglaublich gut gemacht. Weil zwei Menschen aus deren Familie sind gestorben. Und, oder halt aus ihrer Familie halt. Und die legen den, also mehr habe ich das Gefühl, den Fokus irgendwie zu der Relation zum Vater und Violet, okay? Aber nicht zu dem Bruder, Brennan und ihr. Oder der hieß doch Brennan. Ja. Und Brennan kommt tatsächlich nur durch seine Journals und so vor. Und durch diese eine, ich glaube, das war nur eine Erzählung, von wie er gestorben ist und so. So, es bleibt wirklich in dem Rahmen. Und es wird halt in a way auch, also der Bruder wird ein, zwei Mal erwähnt, aber komplett nicht in relation zu Violet, okay? Und da war ich schon so, okay, die Beziehung ist ein bisschen distanzierter, was die beiden angeht. Und viel verbundener fühlen sich halt Violet und der Vater, vor allem, weil die wurde ja aufgezogen als Scribe oder halt ausgebildet, nicht ausgebildet, aber halt gelernt von ihrem Vater. Und deswegen hat man so größere Beziehung zu dem. Und ich glaube, deswegen ist mein Kopf auch direkt zu dem gegangen, oh mein Gott, das wird der Vater sein, weil das wird einen halt, okay, durch und durch, weg. Aber es war der Bruder. Und genau das ist das Krasse, weil das hat man halt absolut null erwartet. Das out of this world, ohne Witz, ich hätte das niemals erwartet, dass es der Bruder sein wird. Niemals. Never. Never. Weil der halt nicht, wie gesagt, in dieser Relationship zu Violet gezeigt wird, sondern eher, I guess, schon mehr zu Mira. Vor allem, weil das komplette Journal, was Violet jetzt hat, alles gewidmet wird halt zu Mira. Oh mein Gott. Aber wirklich, ich bin unglaublich gespannt auf den nächsten Teil. Und Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe das Gefühl, dieses eine Buch vom Vater, welches Mira mitgebracht hat und dann wieder Violet gegeben hat, weil sie es überall gesucht hat und so, welches nirgendwo existiert, weil sie hat ja diese Leute, ich glaube, im Scribe, in dieser Bibliothek und so gefragt gehabt, und they had no knowledge over a book like that. Nothing, okay? Nirgendwo. Und nur Violet, basically. Und vor allem, dass ich das, oh mein Gott, das mit diesen, wie hieß das, Vernons? Holy moly, guacamole. Dass das echt ist, checkt, was ich meine. Deswegen, ich habe das Gefühl, dass es sehr groß sein, also sehr gut sein kann, dass eine Menge Geschichten aus diesem Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, von dem Vater, also eine sehr große Rolle spielen wird im nächsten vorstehenden Buch. Das Buch vom Vater wird eine große Rolle spielen in dem nächsten, also in Iron Flame, im zweiten Teil. Hundertprozentig. Weil sie hat das Buch aus einem Grund gesucht, gefunden und diesen Brief vom Vater gefunden in dem Buch. Und dann hat sich diese Vernon-Sache bewahrt. The next book. Und dann noch dieses ganze Revolution. Das nächste Buch wird unglaublich. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin so froh, dass es angeblich 5 Teile geben wird. I don't know, I'm so happy about that. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's. Ich glaube, dieser Reading Log ist auch schon viel zu lange, Leute. Ich
ich weiß nicht, ich hab jetzt, also bis jetzt, mit dem, was ich gerade mache, ich glaube 4 Stunden Videomaterial. Mal sehen, wie kurz ich das alles cutten kann. Aber Freunde, wenn ihr bis jetzt durchgesessen habt und so geguckt habt, I love you. I love you so, so much, Freunde. Wann auch immer ihr das guckt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und I love you guys. Danke fürs Einschalten und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und Leute, lest Fourth Wing. Oh my God.